Mein Kampf, das ist eine Frage von Hautfarbe, von Haarfarbe, das ist eine Frage von der Kippa. Nein, es ist, es und wenn wir das nicht begreifen, nee, es fehlen uns Menschen. Ich habe gerade eine Umfrage gelesen, es geht gar nicht mehr um Fachkräfte. Bodo Ramelow lässt die Maske fallen, bei Markus Lanz sagt er, worum es ihm wirklich geht. Es geht ihm darum, alle Menschen zu uns zu holen, die Flüchtlinge sind viel zu wenige, hat er wirklich gesagt. Und es geht überhaupt nicht mehr um Fachkräfte. Und wir sind das Problem, der Rassismus in den Betrieben und so weiter und so fort. Eine richtige Skandalsendung. Jeder in Thüringen muss das gesehen haben, was für ein sozialistisch-kommunistischer Ministerpräsident Bodo Ramelow, was ihr fordert für Thüringen. Das ist geisteswahnsinnig. Aber wir schauen uns das Stück für Stück an. Er möchte jetzt hier seinen Kampf führen. Ihr könnt euch sicher denken, gegen wen er seinen Kampf führen möchte. Mein Kampf geht gegen die Normalisierung des Faschismus. Und Herr Höcke ist der Vertreter, der mit dem Brüllen der SA-Parole. Und so weiter und so fort. Herr Ramelow, wenn Sie gegen den Faschismus sind, bekämpfen Sie sich doch am besten selbst. Ja? Sie wollen uns erzählen, alle Menschen dürfen hierbleiben, alle Menschen dürfen kommen. Ich habe beim Thema Migration seit Jahren in meiner Partei dafür geworben, dass wir ein Zuwanderungskonzept beschließen müssen. Dass wir uns darauf verständigen, dass wir endlich über die notwendige Zuwanderung reden und daraus abgeleitet einen Umgang mit Menschen entwickeln, dass wir Integration auch leisten können. Und mein Satz heißt, jeder Mensch, der zu uns kommt, muss das Recht haben, mit seiner in der Arbeit seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Wow! Ihr findet die Aussage bestimmt gut am Anfang. Dann seid ihr auch darauf reingefallen. Jeder, der zu uns kommt, soll die Möglichkeit haben, mit seiner eigenen Hände Arbeit hier tätig zu werden. Und das geht nicht, denn das impliziert, wir lassen alle rein, unkontrolliert und verteilen auch unkontrolliert Arbeitserlaubnisse. Und da haben wir ein riesengroßes Problem. Es macht einen gewaltigen Unterschied, ob wir asylberechtigte Personen hier aufnehmen. Und das machen wir im Moment nicht. 52% von denen, die einen Antrag stellen, werden abgelehnt, weil sie nicht berechtigt sind. Von den 48%, die hier anscheinend nach aktueller Gesetzeslage wirklich berechtigt sind, dass wir denen das Arbeiten erlauben, damit sie sich schnell selbst integrieren über den Arbeitsmarkt, völlig d'accord. Was Herr Ramelow hier möchte, ist, dass jeder, der es irgendwie in unser Bundesgebiet geschafft hat und seine Papiere weggeworfen hat, sofort arbeiten darf. Und das können wir nicht machen. Dann holen wir uns Lohndumping ins Land. Wenn die mitkriegen im Ausland, dass wir auch 10 Millionen Leute nehmen, weil wir No Limit haben, wie Herr Ramelow das möchte, dann kommen die alle zu uns und fangen hier an zu arbeiten und dann unterbieten sie sich gegenseitig im Lohnniveau. So viel zum Thema Mindestlohn der SPD dann und sozialer Gerechtigkeit. Aber was wollt ihr von Bodo Ramelow am Ende erwarten? Er bekommt aber hier noch richtige, richtige Ausraster in der Sendung. Das müsst ihr gesehen haben. Die Menschenanzahl, die wir brauchen, um den Verlust, den wir in Rente abgeben, auszugleichen, das ist mit der Zahl der Geflüchteten überhaupt nicht zu vergleichen. Jetzt kommt er wieder mit dieser Leier. Ich kann es bald nicht mehr hören. Also, es gehen mehr Leute in Thüringen pro Monat in Rente, als Ramelow pro Monat als Flüchtlinge bekommt. Dass die Flüchtlinge überhaupt nicht alle einzahlen in dieses Rentensystem, lässt er völlig unter den Tisch fallen und sagt, noch mehr Menschen, noch mehr Menschen, noch mehr Menschen. Und dann hat er trotzdem so viele Stimmen in Thüringen. Das ist ja das Schlimme daran. Ich bin froh, dass Frau Wagenknecht ihm das Genick hier bricht, politisch gesehen. Es ist unfassbar. Wählerpotenzial für Sarah Wagenknecht in Thüringen liegt bei 51%. Herr Ramelow hat auch alle Mütter beleidigt in diesem Land. Ich zeige euch das nicht, es sind sonst zu viele Ausschnitte für diese Sendung, aber wenn wir nach Herrn Höckes Familienbild gehen und die Gebärmaschine in unserem Land wieder anwerfen, so hat er das wirklich gesagt, dann gibt es sowieso weniger Arbeitskräfte, weil dann der Mutterpass zum neuen Normal wird. Schämen Sie sich, Herr Ramelow, für so eine Aussage. Selbstverständlich ist der Mutterpass das Normalste der Welt in diesem Land. Denn Kinder gehören genauso dazu wie für Sie anscheinend. Mach hoch die Tür, mach weit das Tor, kommen alle rein. Was soll schon passieren? Er wurde auch gefragt nach der krassen Überforderung, aber ich zeige es euch, damit ihr das den Leuten in Thüringen,
monatelang jetzt noch unter die Nase reiben können. Das ist ein anderes Thema, ne? Nee, ist kein anderes Thema. Doch, ist ein ganz anderes Thema. Nein, verzeihen Sie. Das Thema, wenn wir nur noch rassistisch darüber reden, führt dazu, dass ein Klima entsteht, dass eine Ausländerfeindlichkeit in einer Community entsteht, bei dem Menschen, die nicht deutscher Herkunft sind, sagen, da will ich nicht leben. Ein rassistisches Klima, ein ausländerfeindliches Klima. Sie können da den Kopf schütteln. Ich muss gucken, wie diese Menschen in den Betrieben unterkommen, in diesen Betrieben nicht anschließend angegriffen werden, nicht angespuckt werden, nicht ausgegrenzt werden. Da können Sie nicht sagen, das ist einfach ein anderes Thema. In Thüringen werden also Ausländer, die arbeiten wollen in den Betrieben, angespuckt. Leute, dass sowas mal vorkommt, kann ich nachvollziehen, aber es wird hier dargestellt, als wäre es in Thüringen die Regel, dass Ausländer da nirgendwo arbeiten können. Schämen Sie sich, Herr Ramelow, wie Sie Thüringen darstellen. Es geht den Thüringern vor allem um eins. Die Leute, die noch nicht eingezahlt haben, sollen keine Leistungen aus dem Sozialsystem erhalten. Und die Leute, die kommen, um zu arbeiten, sind herzlich willkommen. Allerdings gibt es bei denen, die arbeiten, auch solche Spezialisten. Die kommen Montag, Dienstag und sind dann 3 Tage krank und kommen dann wieder Montag, Dienstag. Zum Beispiel. Aber was Herr Ramelow hier erzählen will, er hat auch davon gesprochen, dass er jetzt ein Aufnahmeprogramm mit Vietnam beschlossen hat. Es geht ihm vor allem darum, jetzt hier Leute aufzunehmen. Es waren 761, die jetzt hier gekommen sind für eine Ausbildung aus Vietnam und bei nur 3 hat das nicht geklappt. Das zeigt doch, wie sehr die aktuelle Migration schiefläuft. Es kommen Millionen Leute ins Land und Bodo Ramelow, er fliegt nach Vietnam als Ministerpräsident, ja, wirbt ein Bundesland in einem anderen Land an und versucht hier Leute nach Thüringen zu holen. Und da muss man mal sagen, nein, ganz einfach nein, Herr Ramelow. Ja. Wenn Sie die Infrastruktur und die Voraussetzungen für Familien verbessern würden in Thüringen, dann würden auch die Leute von ganz alleine mehr arbeiten oder mehr Kinder bekommen. Auch dieses Märchen, wir brauchen genauso viele neue Leute im Arbeitsmarkt, die unsere Rentner ersetzen. Nicht zwangsläufig. Wenn die Produktivität steigt und das Lohnniveau steigt, und zwar deutlich steigt, steigt im Nachgang, vor allem dann erstmal am Anfang, direkt der Beitrag in die Rente und im Nachgang auch die Rentenhöhe. Japan macht es vor, es geht durchaus auch mit schrumpfender Gesellschaft, wenn man sich als Gesellschaft darauf vorbereitet hat. Aber er hat sich hier völlig zerlegt, auch mit Markus Lanz. Er hat ja auch völlig gesagt, wie daneben er das findet. Aber Herr Ramelow war noch nicht fertig. Das ist eine Frage von Hautfarbe, von Haarfarbe. Das ist eine Frage von der Kippa. Nein. Es ist Fnüst. Gibt es für Sie eine Grenze? Gibt es für Sie einen Punkt, an dem Sie sagen, das überfordert die Strukturen meines Landes, das überfordert die Gesellschaft? Und ist Zuwanderung? Ja. Wenn wir keine haben, das überfordert uns, weil wir dann am Ende... Wenn wir keine Zuwanderung haben, werden wir überfordert. Herr Ramelow, der Meister in das Gegenteil verkehren von Tatsachen, er akzeptiert das nicht, dass es eine begrenzte Integrationsleistung gibt, dass es begrenzte Möglichkeiten vor Ort gibt und dass die Leute irgendwann die Schnauze voll haben. Vor allem in Thüringen haben sie die Schnauze voll. Er kapiert es nicht. Er meint vermutlich auch, er wird nochmal Ministerpräsident. Bodo Ramelow, ciao, ciao, Bodo, sage ich da nur. Du bist erledigt, du bist fix und fertig, du kannst einpacken, kannst nach Hause gehen. Du kannst ja in deine ehemalige Sowjetunion wieder einreisen, wenn du das möchtest. Die nehmen dich bestimmt mit Kusshand. Aber Thüringen, bitte befreit euch von solch einem linkskommunistischen Ministerpräsidenten, der sagt, nur mehr Zuwanderung kann uns helfen. Es ist völlig absurd. Er wurde auch gefragt, nochmal vorher bei der Überforderung, ja, das wäre ein Verwaltungsproblem. Also, wenn Millionen von Leuten kommen und es definitiv keinen Platz gibt, keine Aufnahmeeinrichtungen, keine Helfer und gar nichts, dann ist das ein Verwaltungsproblem. Sehr interessant, dass wir nur Probleme in der Migration haben über Verwaltung. Sind wir also alle doch nur Papier, Schall und Rauch für Herrn Ramelow? Aber er war immer noch nicht fertig. Tut mir leid. Und wenn wir das nicht begreifen, nee, es fehlen uns Menschen. Ich habe gerade eine Umfrage gelesen, es geht gar nicht mehr um Fachkräfte. Es geht nämlich gar nicht mehr um Fachkräfte, es geht um Menschen. Und da hat er endlich mal die Maske fallen lassen. Das, was links, rot, rot, wenn man so will, grün, uns allen hier immer erzählen will. Fachkräfteeinwanderung, Fachkräftegesetz. Und hier und da ist völliger Humbug, völliger Schwachsinn. Bodo Ramelow hat ausgesprochen, worum es vermutlich auch SPD und Grünen geht. Es geht um mehr Menschen, einfach mehr Menschen. Leute, ich habe das nicht geglaubt, aber das sind diese Sendungen. Da geht es am Anfang viel um Fußball. Sie sind mitten in der Nacht
Und auf einmal droppen sie dann solche Bomblets, kann man sagen. Das ist ja schon fast wie ein Attackams-Angriff hier von Bodo Ramelow auf die politische Mitte in Thüringen. Aber das war jetzt ein schlechter Vergleich vermutlich mit der Streumunition. Aber Herr Ramelow war leider immer noch nicht fertig. Es geht um Menschen. Es geht um Menschen, die arbeiten gehen. Und das sind nicht nur Fachkräfte. Wir müssen sie auch ausbilden zu Fachkräften. Okay. Deswegen werbe ich in Vietnam gerade an. Ja, da hat er es nochmal gesagt mit Vietnam. Ja, es geht auch um Fachkräfte, die wir ausbilden. Und deswegen ist es völlig egal, dass jeder Dritte in Thüringen unter 30 keinen Abschluss, keine Ausbildung hat. Die jungen Leute, sie werden nicht herangezogen. Stattdessen setzt man ihnen Zugewanderte vor. Ich selbst habe eine Ausbildung nur abgeschlossen auf Druck meiner Familie. Danke, Mama. Ganz einfach, danke, Mama. Ich verstehe heute, wie gut das war, auch wenn ich es damals absolut schlecht gefunden habe. Ganz, ganz schlecht, muss ich euch sagen. Wenn ihr das mal wissen wollt, ja, ich habe mal studiert Informatik, bin mit dem Professor nicht einig geworden, wurde zwangsimmatrikuliert von der Hochschule selbst wegen Kritik am Professor. Sowas gibt es. Mir ist auch untersagt, in diesem Bundesland weiter zu studieren, in diesem Fachgebiet. Und danach habe ich eine Ausbildung im Handwerk gemacht, bin Schlosser geworden, bin also Experte dafür, mit zwei Händen kaputte Dinge zu reparieren. Davon gibt es in der Politik mehr wie genug. Allerdings arbeite ich schon seit einigen Jahren nicht mehr in meinem Beruf, sondern bin anderweitig beschäftigt. Um das Ganze jetzt hier zum Abschluss zu bringen, zeige ich euch nochmal einen von der Funke Mediengruppe, der wenigstens noch ein paar deftige Worte gegen Bodo Ramelow entgegenzusetzen hat, denn Markus Lanz, dem blieb die Spucke weg an diesem Abend. Aber ich finde, so eine Vortragsweise wie eben unterbindet jede konstruktive Diskussion und wir sagen ja, andere Meinungen wären nicht zugelassen. Wir sind gerade gar nicht in eine konstruktive Debatte gekommen, weil wir über zwei Pole gesprochen haben, aber gar nicht über die reden konnten, die sie vielleicht gar nicht integrieren wollen oder mit denen wir tatsächlich Probleme haben. Es ist wahr. Sehr gut. Er hat erkannt, dass Bodo Ramelow hier nur eine Propagandashow der Linken abgezogen hat, wo man die Rechten wieder in die Faschistenecke stellt und immer dran denken, wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er sagen, er ist der Antifaschismus. Ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. Inzwischen werden ja hier schon Anzeigen verteilt, wenn man jemanden nur Fascho nennt. Dabei müssen sich viele das gefallen lassen, dass sie in einer Fascho-Partei wären. Ich bin gespannt, wie das hier weitergeht. Die Juristen werden auf jeden Fall genug Arbeit in der Zukunft haben. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Hat dir das Video gefallen? Dann lass mal ein Abo da, einen Kommentar und abonniere vielleicht auch Telegram. Da gab es gestern zwei unzensierte Videos, die ich hier auf YouTube nicht zeigen darf. Damit ciao, bis bald.